Viel grummeln, aber nichts passiert. So würde ich die vergangene Woche bezeichnen. Ich möchte heute gerne mit euch einmal durch die Märkte gehen, schauen, was ist denn genau in dieser Woche an den US-Börsen passiert und ein bisschen dir zeigen, warum genau das der Fall war und wie es denn eventuell weitergehen könnte. Also, let's go! Ja, wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, ich bin noch immer im sonnigen Spanien. Meine Haut ist mittlerweile schon ein bisschen gebräunt. Das freut mich. Und während ich hier nicht Urlaub mache, sondern arbeite, habe ich natürlich die Märkte für euch trotzdem immer dicht im Blick. Und die Mitglieder des Better World Depots haben in dieser Woche nicht so unglaublich viele Nachrichten von mir erhalten. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich so unglaublich eingespannt mit Arbeit bin und deshalb nicht dazu komme, sondern weil es meiner Meinung nach nichts Ernsthaftes zu berichten gab. Also natürlich gibt es immer wieder ganz viele News, die den Markt in die eine oder andere Richtung bringen könnten. Aber wenn wir uns die Indizes mal im Wochenvergleich angucken, dann sehen wir, eigentlich ist nichts passiert. Ich teile dafür einfach mal meinen Bildschirm mit dir und dann schauen wir uns das mal en Detail an. So, also. Lass uns einmal durch die verschiedenen Indizes durchgehen. Wir haben hier, ihr seht es hier, die Wochenkerzen. Und wir haben den S&P 500 und du siehst, der S&P 500 hat in dieser Woche 0,1% verloren. Ihr seht diese kleinen Ausschläge nach oben und nach unten und er kämpft, wenn ich die Chart ein bisschen kleiner mache, immer noch damit, jetzt ernsthaft nach oben weiter auszubrechen, dieses Hoch von 1075 Dollar zu schlagen. Im Nasdaq ein etwas besseres Bild, da haben wir die Januarkerze schon überwunden und sind durch diese Zielzone gelaufen, die ich ja in der letzten Woche schon mal gezeigt hatte, ja, sind dort auch wieder eingedrungen, aber haben uns darüber behauptet und ja, jetzt wäre hier sozusagen das nächste Ziel, wenn dieser Aufwärtstrend, der im Oktober begonnen wurde, wenn der weiterhält, wäre das nächste Ziel dann hier die 13.600 Punkte. Und der Dow Jones hat, nachdem er seit November eigentlich in einer Konsolidierungsphase steckt, jetzt die dritte Woche in Folge leicht im Plus abgeschnitten, plus 0,63% gemacht und ja, geht so langsam wieder Richtung der 34.000 Dollar-Marke. Das sind jetzt alles keine Sensationsschritte gewesen. Und man merkt, dass der Markt, und dafür gehe ich jetzt auch nochmal gerne hier auf den S&P und dann gehe ich in die Tagesansicht, dann hat man es ein bisschen schöner. Man merkt, dass der Markt jetzt in den letzten Wochen, in den letzten drei Wochen ja wirklich hier in einem schönen Aufwärtstrend ist. Und ja, Richtung dieser 4170 Marke sich bewegen möchte. Und es sind eine Menge Leute durchaus bullish an der Börse. Aber es gilt ja, diese Zone zu schlagen. Wir sind kurz davor. Und deswegen kann man jetzt als Bulle nicht ernsthaft hier mit einsteigen. Man kann nicht sagen, ich gehe jetzt einfach mal auf gut Glück ganz kurz vor diesem Top hier in den Markt rein und hoffe, dass er dann hier ordentlich nach oben steigt. Denn wenn wir hier oben sind, dann können wir aus technischer Sicht natürlich auch sehr schnell deutlich nach unten fallen. Und man möchte nicht am Hochpunkt auch noch eingestiegen sein. Als Bär kann ich aber auch jetzt noch nicht sagen, hey, ich gehe jetzt mal rein, weil es gibt einfach, auch wenn es sehr, sehr viele Bad News gibt es einfach auch viele Good News. Und ich kann jetzt als Bär nicht sagen, jawohl, ich steige hier mal ein. Denn wenn jetzt die Rallye über die 4.200 Dollar Marke kommt, dann geht es sehr, sehr schnell. Und dann sind meine Verluste auch eventuell deutlich größer, als ich mir das so erwartet habe.
Also, natürlich kann ich auf einen Bounce hoffen und Bounces und Seitwärtsbewegungen sind natürlich viel öfter an der Börse der Fall, als dass man Hochpunkte bricht. Aber trotz allem wäre es jetzt für die meisten Bären fatal, hier oben schon einzusteigen. Denn eine Nachricht und bevor mein Stopp überhaupt greift, bin ich vielleicht schon deutlich im Minus. Schauen wir uns mal an, was denn in dieser Woche genau passiert ist. Und dann sehen wir, ja, so viel war in Anführungsstrichen gar nicht los. Ich hatte es in der letzten Woche schon gesagt, dass diese Woche tendenziell eher ein bisschen ruhiger werden wird. Der Einkaufsmanager-Index des verarbeitenden Gewerbes, den hatten wir, der ist ein bisschen niedriger ausgefallen als erwartet. Und ja, die eigentlich wichtigste Nachricht war eigentlich dann am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die etwas höher waren, aber immer noch niedriger als vorher. Jedoch, das kam dann am Freitag, allerdings dann am Freitag wurde ja an den Börsen nicht gehandelt, sehen wir auch, dass die Arbeitslosenquote etwas niedriger ist als vorhergesagt. Also der Arbeitsmarkt gestaltet sich immer noch sehr, sehr robust und das ist insofern auch besonders wichtig, weil der Februar, den wir hatten, der hat natürlich noch von dem milden Winter profitiert. Und da war zum Beispiel, kennen wir auch, wenn wir zum Beispiel Bauarbeiter sehen, wenn es schneit, wenn es friert, dann können die nicht arbeiten. Ja, dann werden die natürlich als Saisonarbeiter nicht beschäftigt. Aber wenn der Winter sehr mild ist, dann können die natürlich deutlich länger auch arbeiten oder werden schneller wieder eingestellt und dann sinkt die Arbeitslosenquote. Und so ist es in den USA in vielen Berufen auch. Das kann auch die Landwirtschaft sein. Und ja, das zeigt also, im Februar waren das Effekte des milden Winters, aber im März, die Arbeitslosenquote März, die dann halt nicht mehr. Und das zeigt, ja, die Konjunktur scheint wohl noch ganz gut zu sein. Wir sehen gleichzeitig aber eine Beschleunigung bei den Löhnen. Das heißt, die Lohnhöhe hat deutlich zugenommen, was wieder darauf deutet, dass die Inflation weiter befeuert werden könnte. Denn wir haben mehr Leute, die in Lohn und Brot stehen und die noch mehr verdienen als vorher. Also können die sich auch mehr leisten. Dann führt das natürlich dazu, dass die Hersteller ihre Preise wieder anziehen und so weiter. Also, das kann durchaus dazu führen, dass die Inflation wieder zurückkommt, nachdem sie ja zuletzt etwas gesunken war. Etwas Aufatmen aus dieser Sicht gibt es aber in den USA von einer anderen Front. Und zwar ist die Zahl der Konsumkredite, die ist zurückgegangen. Also, das heißt, die Zahl der Kredite, die ein Kunde aufnimmt, weil er sich zum Beispiel einen neuen Fernseher kauft, ein Auto oder ähnliches. Ja, diese Zahl ist zurückgegangen. Das heißt, die Leute konsumieren nicht mehr so viel auf Pump. Und das ist in den USA aber ganz, ganz wichtig. Man möchte gerne, dass die Leute viel, viel konsumieren. Also die Wirtschaft braucht einfach Konsum. Und man möchte am liebsten auch, dass sie auf Kredit konsumieren, denn das schafft neues Geld. Wenn du noch nicht genau weißt, warum Kredite Geld erschaffen, dann verlinke ich dir einfach mal ein schönes Video, das ich immer wieder auch empfehle hier in der Videobeschreibung. Kann ich nur empfehlen, sind 20 Minuten, ist auf Englisch, gibt es aber auch auf Deutsch von Ray Dalio, How the Economy Machine Works. Guck dir das an, ist wirklich ein richtig schönes Video. So, wir haben jetzt gesehen, dass an den US-Börsen nicht so unglaublich viel passiert ist. Dann schauen wir uns mal an, was das denn genau bedeutet. Also wir sehen hier, hey, die Karte der Unternehmensbereiche, die profitiert hat, beziehungsweise verloren hat, die ist sehr, sehr,
ja, durchwachsen, sage ich mal. Ja, also die Großen haben wieder mal fast alle dazu gewonnen. Wir sehen hier zum Beispiel Amazon plus 8%, Google plus 15%, Meta plus 16%, Microsoft plus 15%, Apple plus 7%. Das ist natürlich mal ganz ordentlich. Und wir sehen aber auch viele kleine Reh, die dann abgegeben haben. Und ich sehe tatsächlich außer Healthcare und Utilities, genau, sehe ich keinen Bereich, der jetzt komplett grün wäre. Ja, wieder einmal abgegeben haben in dieser Woche Banken und der Finanzsektor, Versicherungen, Versicherungsprodukte, Kapitalmarkt und so weiter. Aber es ist wirklich ein bunt gemischtes Bild und das sehen wir auch, wenn wir mal in den S&P 500 gleichgewichtet gehen. Ja, hier mal der Invesco S&P 500 gleichgewichtet ETF. Und da sehen wir jetzt, schaut mal, wo wir uns da befinden. Also nochmal im Vergleich der S&P. Ja, da sind wir hier kurz vor unseren Hochs vom Januar, Februar. Der S&P gleichgewichtet, da sind wir deutlich, deutlich drunter. Und was bedeutet das? Ganz einfach, dass diese ganze Rallye über die großen Unternehmen gekommen ist. Also die Unternehmen, die sowieso schon Schwergewichte im S&P 500 sind, die haben deutlich dazu gewonnen, während die anderen Unternehmen eher etwas, ja, zurückhaltender agiert haben. Das sieht man zum Beispiel auch, wenn man sich den Russell 2000 anschaut. Ja, dem geht's im Moment noch gar nicht gut. Und der hat in dieser Woche auch durchaus ordentlich verloren. Wenn ich mir die Wochenkerze mal anschaue, dann seht ihr hier, der Russell 2000 minus 2,66%. Ja, und der kämpft eher damit, dass er eventuell sogar noch unten durchbricht. Auch nochmal ein Zeichen dafür, ja, könnte sein, dass die Bären ja vielleicht doch eher recht haben und wir dann doch nach unten gleiten. Aber aus Bärensicht wieder ein Szenario, wo wir sagen, ah, jetzt irgendwo einsteigen, macht keinen Sinn. Okay, dann gucken wir uns noch den DAX an, ja, und da sehen wir, hey, der DAX oder die europäischen Werte an sich sind mal wieder die klassischen Gewinner der Woche. Der DAX ist immer noch an seinem Jahreshoch, ja, und kämpft gerade mit den 15.600 Punkten. Also, da läuft es sehr, sehr gut. Die deutsche Wirtschaft scheint anscheinend zu brummen. Der Hang Seng Index hat auch leicht zulegen können, kämpft jetzt hier gerade an der 50-Tage-Linie, um eventuell dann kurzfristig nochmal ein bisschen nach oben zu gehen. Ist auch, ihr seht es hier, RSI ist auch gerade in einem Bereich, wo er nicht übergekauft ist, also da alles fein und könnte durchaus hier nochmal einen Sprung machen. In dieser Woche haben viele, viele Einzelwerte profitiert. Unter anderem einige aus dem Energiebereich. Und das sieht man hier nochmal, wenn man sich Öl anguckt. Schaut mal, was Öl in dieser Woche nochmal für einen Sprung gemacht hat. Die OPEC Plus hat nämlich angekündigt, jawohl, wir wollen unsere Fördermengen drosseln. Und zwar drastisch. Ja, da wird weniger Öl bis Ende 2023 produziert. Und das hat natürlich zu einem Preissprung an den Weltmärkten geführt. Und entsprechend konnten viele Ölaktien auch ordentlich anziehen. Und wenn ich mal in die Wochenkerzen gehe, dann sehen wir noch was sehr Schönes. Ihr seht hier, ich habe es auch hier in dieser grauen Linie, ja, wie der Ölpreis immer wieder zwischen 80, 82 Punkten hier oben gekämpft hat für den Ausbruch. Und dann schien es, als hätte er hier dann schon verloren, als wir auf 64 gefallen sind. Und zack, innerhalb von 3 Wochen sind wir wieder da oben. Und wer weiß, wenn jetzt noch einige Beschleunigungssignale zum Beispiel der chinesischen Wirtschaft kommen sollten, die haben zuletzt nämlich gefehlt, dann könnten wir hier auch deutlich nochmal nach oben ausbrechen. Also da bin ich auch ganz, ganz gespannt, was mit Öl letztendlich passiert. Aber ja, wie viele von euch haben daran gedacht, als wir hier nach unten gerauscht sind, als wir die 65, 64 Dollar Marke hatten, und ich gesagt habe, wartet, ich glaube noch nicht unbedingt, dass wir hier weiter nach unten gehen. Ja, wie viele haben da gedacht, dass wir in 3 Wochen wieder bei 80 sind? Ja, so schnell kann es manchmal gehen.
Gold ist weiterhin über 2000 Dollar, hat jetzt nochmal in dieser Woche zulegen können, hat dieses bullische Dreieck, das wir in der letzten Woche gesprochen hatten, verlassen nach oben, hat allerdings seinen starken Trend, den es am Dienstag hatte, oder seinen starken Anstieg, den es am Dienstag hatte, nicht bestätigen können. Bisschen schade. Aber ich rechne trotzdem weiter mit, dass wir erstmal nochmal nach oben gehen und dann erst eine deutliche Abschwächung haben. Das Gleiche sehen wir auch bei Kryptowährungen. Die kämpfen immer noch damit, mal nach oben ausbrechen zu können. Und für mich sieht das aber trotzdem immer noch nach einem sehr bullischen Sentiment aus. Ethereum hat es schon geschafft, ja, hat sich eher so verhalten wie Gold. Bitcoin, wie gesagt, wartet noch ein bisschen. Aber also ich bin in Bitcoin sehr, sehr bullisch. Gut. Den Rest hier, den ich noch auf der Karte habe, den müssen wir uns nicht unbedingt angucken. Das ist jetzt für heute gar nicht so wichtig. Vielleicht den VIX nochmal, denn wir sehen, der VIX ist extrem niedrig. Also die Volatilität oder das Vertrauen in die Volatilität im Moment nicht so dramatisch. Und das sagt mir auch nochmal, dass wir jetzt demnächst einen ordentlichen Spike sehen könnten. Und wenn ich mir den S&P mal angucke, und damit kommen wir schon tatsächlich ein bisschen in die Zukunftsaussichten, dann haben wir, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, wir haben zwei Szenarien. Wenn wir es wirklich schaffen sollten, im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen die 4.200 Dollar Marke nach oben rauszunehmen, dann rechne ich mit einem also wirklich deutlichen Aufstieg. Wir sehen halt durch die Arbeitsmarktdaten wieder ein Zeichen dafür, dass die Rezession, die ja immer noch die meisten Analysten auch befürchten und ich übrigens auch, dass sie aber sich zumindest verzögert. Also wenn wir das schaffen, dann kann es hier deutlich nach oben gehen und dann rechne ich tatsächlich mit 4.300, 4.400 Punkten mindestens. Wenn wir aber jetzt, und die Berichtssaison startet ja wieder, wenn wir jetzt von den Unternehmen schwächelnde Quartalszahlen erhalten, ja, dann kann das ordentlich auf die Marktstimmung drücken. Wir haben im Fear and Greed Index jetzt gerade so diesen Bereich von Greed erreicht. Wir sind jetzt bei 57 Punkten, wir waren letzte Woche bei 49. Und das heißt, wir sehen jetzt gerade ein verhaltenes Ich-möchte-kaufen-Signal. Aber das kann ganz, ganz schnell nach unten gehen, wenn wir jetzt in den Quartalszahlen schlechte Nachrichten kriegen. Und dann glaube ich auch, dass wir die 3.800-Punkte-Marke nicht halten können. Ja, also wenn wir nach unten gehen, dann denke ich, dass wir nochmal hier unten die 3.600 demnächst testen könnten. Nicht in der nächsten Woche, davon gehe ich nicht aus, aber relativ bald. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Einschätzung. Nochmal, im Moment würde ich einfach nichts tun. Wir haben auch keine neuen Käufe im Better World Depot in dieser Woche gemacht, weil es einfach sich überhaupt nicht angeboten hat, meiner Meinung nach. Es gab Einzelwerte, aber ich investiere nicht in einen Einzelwert, wenn ich kurz vor einer entscheidenden Sentimentänderung im Gesamtmarkt stehe. Das mache ich nur sehr, sehr selten. So, schauen wir nochmal auf die Termine der nächsten Woche. Und ja, da können wir dann sehen, da geht es ein bisschen ans Eingemachte. Wir haben am Montag erstmal Feiertag und am Dienstag dann gleich den Verbraucherpreisindex. Und da wird vor allem natürlich die Kernrate wieder das eigentlich Wichtige sein. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, denn das ist auch mit der Grund, warum in dieser Woche nicht so unglaublich viel passiert ist, denke ich. A, natürlich, dass Feiertage immer sich nicht anbieten, zu handeln, gerade wenn man zwei Stück hat, beziehungsweise, Entschuldigung, in den USA hat man den ja gar nicht am Montag, aber man hatte zumindest den Freitag, also man hatte ein langes Wochenende, dann mag man natürlich überhaupt nicht vorher sich irgendwie positionieren, weil dann einfach so viel über so ein langes Wochenende passieren kann in die andere Richtung. Und dann, wenn danach noch am Mittwoch so eine wichtige Zahl ansteht, auf die gerade im Moment viel geguckt wird, ja, dann fange ich nicht an, in eine Richtung zu handeln,
und ja, lasse mich dann einfach ausstoppen, ohne Ergebnisse zu haben, sondern ich versuche dann erstmal mehr Informationen zu bekommen. Trotzdem rate ich immer noch in der aktuellen Situation, schaut nicht so viel auf die Einzelergebnisse, schaut auf den Gesamtmarkt, schaut auf die Vogelperspektive, das hilft im Moment mehr. Das war mein Wochenrückblick in aller Kürze. Ich habe es versucht, möglichst kurz zu halten. Und ja, ich halte euch natürlich weiter auf dem Laufenden, wenn irgendwas sein sollte. Auch nochmal ein Tipp: Schaut in die Videobeschreibung. Da gibt es die kostenlose Telegram-Gruppe, wo ich auch immer wieder Nachrichten, die sehr aktuell sind, mit reinposte, Einschätzungen mit reinposte. Das hilft mit Sicherheit auch dem einen oder anderen nochmal. Und dann bleibt ihr auf jeden Fall mit am Ball. Ich wünsche euch ein sensationelles Wochenende und sage bis bald.